Ja, ist natürlich für einen, die Frage an den Bayern zu richten, ist ein bisschen eine Fangfrage. Natürlich war ich schon dort. Lustigstes Erlebnis, ist schwierig zu beantworten. Wahrscheinlich sind es meistens die Teamabenden. Wir waren mit Unterhaching auch immer einmal mit der Mannschaft komplett und ja, waren schon immer gute und witzige Abende. Ja, sehr gut. Man spielt als Drittligaspieler sehr selten gegen Bundesligisten und ja, war eine entscheidende Phase. Und dass wir es zum zweiten Mal zurückgekommen sind, das hat uns echt auch in dem Spiel ausgezeichnet. Ja, war einfach schön. War sehr, sehr intensiv. Man hat schon echt vorm Spiel gemerkt, so dass irgendwie diese Pokalluft irgendwie so, ja, dass man die so ein bisschen gerochen hat und wie wir uns schon aufgewärmt haben, was für eine Spannung in der Truppe war, wie wir dann am Platz Gas gegeben haben und uns gepusht haben, war schon einfach sehr, sehr intensiv und eine sehr besondere Nacht oder beziehungsweise Abend. Und ja, mit dem Tor und der Vorlage schaue ich sehr, sehr gerne auf das Spiel zurück und war sicherlich eins der coolsten Spiele für mich persönlich in den letzten Jahren. Ja, wir hatten mal in Unterhaching ein ziemlich denkwürdiges Spiel. Wir haben mal zu Hause am dritten oder vierten Spieltag gegen Würzburg ein ziemlich kurioses Spiel gedreht. Wir waren dann, glaube ich, zwischenzeitlich 4-2 hinten. Das Spiel war eigentlich durch und relativ schon wenig Stimmung am Platz. Dann gab es nochmal, glaube ich, so 75., 80. gab es eine Unterbrechung wegen Gewitter. Dann sind wir nochmal in die Kabine gegangen. Da haben wir uns nochmal gesammelt und haben gesagt, Männer, jetzt haben wir eh nichts mehr zu verlieren. Und dann haben wir es tatsächlich noch zu einem 5-4 gedreht. Das 5-4 dann in der letzten Sekunde oder fast eigentlich mit den letzten Aktionen im Spiel. Ja, war einfach unglaublich, dass man so ein Spiel nochmal in so kurzer Zeit dreht. Ja, da hat man gesehen, dass eigentlich alles im Fußball möglich ist und dass man nie aufgeben sollte. Also allen voran sind mir in Köln sehr, sehr positiv die Menschen aufgefallen. Mir wurde das schon gesagt, dass hier die Leute sehr, sehr sympathisch sind und dass man echt auf hilfsbereite und liebe Leute trifft. Und das kann ich bisher absolut bestätigen, ob hier im Verein oder auch außerhalb. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Und ja, ich denke auch, dass die Stadt an sich wirklich schöne Seiten zu bieten hat. Und von daher fühle ich mich bisher echt sehr, sehr wohl und vermisse eigentlich aktuell nichts, so wirklich, außer natürlich die engere Familie, die jetzt natürlich einen Tick weiter weg ist. Tatsächlich Käsespätzle. Ja, bei mir ist es so, ich bin immer, sag ich mal, zweigleisig gefahren, was den Fußball betrifft. Sehe ich das so, dass ich dritte Liga für mich nicht das absolute Endziel ist oder das ist, wo ich unbedingt immer hin wollte. Von daher, ich möchte schon noch den Traum erfüllen, ein bis zwei Ligen höher zu kommen. Und dafür arbeite ich und dafür gebe ich Gas. Und ansonsten studiere ich auch noch nebenher an der Fernuni in Hagen. Und das ist auch ein Ziel, dass ich da auf jeden Fall einen Abschluss mache und so nebenher auch gut aufgestellt bin. Wo genau das dann endet, ist jetzt schwierig zu sagen. Natürlich wäre mir jetzt am liebsten natürlich das Kölsch nach einem Sieg. Von daher ist mir das auch erstmal egal, von welcher Marke oder von welcher Brauerei, sondern einfach nach einem Sieg mal wieder anzustoßen. Ich würde sagen, dass ich ein sehr disziplinierter Verteidiger bin, der immer versucht, die Vorgaben vom Trainer und vom Team sehr, sehr gut umzusetzen. Und an sich zeichnet sich bei mir eigentlich der linke Fuß und die Größe und die Kopfballstärke aus. Ja, genau. Mit meinem linken Fuß, denke ich, habe ich auch ein ganz gutes Passspiel und einen guten Aufbau. Und ja, das sind eigentlich so meine Kernkompetenzen. Ja, meine Freundin ist gerade am Pendeln, also mehr oder weniger alleine. Es fühlt sich eher nicht so an. Ansonsten, meine Familie war eigentlich darauf vorbereitet,
Ich hatte recht frühzeitig schon im Unterhaching gesagt, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern werde und dass da im Sommer eine Entscheidung bei mir ansteht. Von daher war das klar, dass dann irgendwann halt auch mal der Weg von München wegführt. Und ja, von daher war ich, haben die das voll fast zu sich genommen und ja. Ja, da müsste ich jetzt eigentlich mehrere nennen. Also das Team hat es mir wirklich super einfach gemacht, hier anzukommen und verstehe mich mit wirklich einigen aus der Mannschaft sehr, sehr gut. Wen ich da vielleicht hervorheben möchte, ist Simon. Er hat mir auch damals direkt am Tag der Unterschrift geschrieben. Und ja, ich habe einfach mit ihm einen guten Draht, wir verstehen uns gut. Meine Freundin und seine Frau verstehen sich auch sehr gut und von daher, das passt ganz gut. Ja, das denke ich hier ähnlich vergleichbar wie das Oktoberfest in München. War bei uns immer ein Riesen-Event als Team und ich freue mich schon absolut dann, den Karneval hier mit den Jungs kennenzulernen und auch mal rauszugehen, klar. Ich habe eigentlich nicht so den einen Titel, den ich vor jedem Spiel höre. Finde ich, es wird dann auf Dauer auch immer langweilig, wenn man immer dieselbe Vorbereitung auf dem Spiel hat. Ich höre eigentlich immer so die Lieder, die ich gerade aktuell so neu gefunden habe und die ich gerade einfach mag. Ab und zu sind auch mal ein paar Oldies dabei, die ich dann wieder so aufgreife, aber an sich habe ich da jetzt nicht ein fixes Lied, das vor jedem Spiel laufen muss. Ja, also zum perfekten Tag gehört natürlich auch ein Spieltag, wo man im besten Falle klar und deutlich und zu null gewinnt und ja, dann im Anschluss einfach noch ausspannen, vielleicht ein bisschen Bundesliga noch angucken und abends dann mit Freunden und Familie vielleicht essen gehen und den Abend ausklingen lassen. Ja, so ungefähr. Nee, muss ich jetzt eigentlich sagen, so Freunde direkt so hatte ich jetzt hier noch nicht. Wie gesagt, ich kannte einige Jungs aus der Liga und so muss man halt, habe ich relativ schnell im Team Anschluss gefunden. Aber so direkt, als ich von vornherein gesagt habe, die und die Person kenne ich schon, war nicht so. Ja, schon das eine oder andere Mal. Ich weiß nicht, was hier los ist, ganz ehrlich. Also ich sehe wenig. So Schilder, wie viel man fahren kann und so weiter. Ich bin auf der Fahrt damals von München nach Köln hierher, wurde ich schon zweimal geblitzt und jetzt mittlerweile auch noch einmal. Von daher, ja, hat es mich schon dreimal erwischt. Wird leider schwer. Also da muss ich echt noch reinkommen, das stimmt wohl.